Ihr seid jetzt alle auch in der Story. Yep. If not too bad, I'm telling you anyway. First, there was the vault, an alien prison opened with a mystical key. To the warriors who opened it, the vault was just a container of tentacles and disappointment. They vanished into the wastelands, certain that the vault held no treasure at all. They were wrong. The vault's opening triggered the growth of iridium, a priceless alien element. Soon, the rare and valuable mineral emerged all across Pandora. Its appearance attracted many, including the Hyperion Corporation. They came to Pandora to mine iridium and bring order to the savage planet. Through their excavations, Hyperion uncovered evidence of an even greater vault. Their leader vowed to find it, to use its power to civilize the Borderlands, once and for all. But Hyperion weren't the only ones searching for the next vault's alien power. The call of danger and loot is not so easily resisted. Certain warriors came to Pandora in droves to uncover its hidden secrets. Some would call them adventurers. Others call them fools. But I call them Vault Hunters. Our story begins with them, and with a man named Handsome Jack. Daran kann ich mich halt null erinnern, ne? Ich kann mich auch überhaupt nicht dran erinnern. Wobei ich den Namen Handsome Jack noch ein bisschen in Erinnerung habe. Der kommt mir auch bekannt vor. Lecker, lecker. 30 FPS kannst du nicht. Der arme Hund. Das ist ein Skag. Wieso? Wow. Super. Gefällt mir jetzt schon. Ich liebe diesen Song so, ne? Den habe ich früher so oft gehört. Ja, das ist wirklich gut. Ach ja, so ist kacke. Wieder will ich übrigens spielen. Warum nur? Weil das der einzige Charakter ist, den ich nicht wirklich gelevelt habe. Er kann pro Team nur einer existieren oder was? Nö, aber ich wollte es nur gesagt haben. Das ist der noobfreundlichste übrigens, der Gunsucker. Und das ist mein Lieblingscharakter. Ich gehe mal davon aus, der kann sich unsichtbar machen und hat ein Schwert. Vielleicht.
Was für eine schöne Schrottpuppe. Welcome to Pandora, kiddos. Lass mich raten, das war Heads Up Jack. Kommst du jetzt darauf? Wirkt auf jeden Fall sympathisch. Oh mein Gott. Okay. So, ihr habt 2 Minuten Zeit. Da gibt's ja noch 2 neue. Ja, das sind die DLC-Charaktere. Kannst du auf die zugreifen? Ja, anscheinend. Kann ich irgendwo auch sehen, was die können? Okay, kann ich nicht. Nicht wirklich, nee, aber ich kann's dir sagen. Was willst du, über wen willst du denn was wissen? Über alle? Generell, ja. Axton hat ein Geschütz, das er irgendwo hinwerfen kann, das automatisch auf die Gegner fährt. Das kannst du unterschiedlich skillen, kannst auch mehrere davon werfen. Zero kann sich unsichtbar machen, hat einen Skilltree, der auf Sniper spezialisiert ist oder halt auf Melee, je nachdem wie du Bock hast. Erster Attack zum Beispiel aus der Unsichtbarkeit macht erhöhten Schaden. Maya, die Siren, kann Leute in so einer Art Energiegefäß halten. Und damit halt zum Beispiel auch, wenn du sie auf Medic spielst, Leute wiederbeleben auf Distanz. Dann haben wir Salvador, den Gunsurker. Man der hat irgendwie rauszoomen bei denen? Nein. Salvador, der Gunsurker, hat eine Ulti, womit er in beide Hände jeweils eine Waffe nimmt, egal was für welche. Also es können auch Raketenwerfer und Schrotflinte sein. Okay. Und rotzt dann halt einfach richtig los und er ist halt ein bisschen tankiger, kann halt mitten ins Gefecht gehen, hat die Möglichkeit, sehr viel Munition zu regenerieren. Was ist der oben rechts? Oben rechts ist der Psycho, den habe ich tatsächlich noch nie wirklich gespielt. Ist ein Melee, wie der kleine Spasti am Anfang, den du da gerade hattest. Okay, ja. Moment, die Siren, ne? Siren, die spiele ich. Ja, genau. Ist die dann also eher Support oder... Macht ihr auch Damage-Fähigkeit? Zweimal abgelaufen. Okay, ich hab jetzt auch eine die Siren. Okay, ich hab den. Wir können auch nochmal von vorne anfangen. Schlag mich tot, Typ. Das ist, ja. Ich weiß ja, also wenn sie mit ihren Spells auch damagen kann. Klar kann sie. Dann würde ich sie so spielen. Dann wäre sie ja so ein bisschen der Mage, oder nicht? Mage, sag ich mal. Daran erinnere ich mich noch. Oh Gott, ist die Maus schon eingestellt. Ja, ich müsste auch mal ganz kurz runterstellen. Okay. Take this echo communicator that I totally didn't loot from one of these corpses. It comes with a class 12 heads-up display, complete with a mini-map. Now, come, friend, let's get you inside. Man, this is great! Now that I've met a mighty vault hunter, holy shit. Finally join the resistance sanctuary. Alter, die sind immer noch super schnell. Ich hab die auf das langsamste gerade gestellt. Ja, ich hab auch auf 10 bei mir. Kann man das Crosshair irgendwie kleiner machen? Welches Crosshair? Ja, er hat DLC-Waffen. You're alive for a reason. And I am here. Kann man das kleiner stellen? Weiß ich nicht. Hab ich nie gemacht. Das ist halt schon wirklich riesig. Meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass man das kleiner stellen kann, aber du kannst halt mit Rechtsklick scouten. Ja. Nicht frech, dass ihr beide Waffen habt und ich nicht. Ja, DLC, wie gesagt. Okay, das ist Munition, aber okay. Also wir müssen da rein übrigens. Okay, das müsste ich ja mal so umstellen. Übrigens, alles was irgendwie grün leuchtet, könnt ihr in der Regel aufmachen. Crouch Channel. Ja, okay, das wird besser. Warte, bitte, was? Kann man? Alles, was irgendwie grün leuchtet, kann man aufmachen. Okay.
Okay. Aber wenn einer es aufgemacht hat, dann ist weg für die anderen, oder was? Ja. Also wer zuerst findet, oder was? Ja. Okay. Alles klar. Da geht übrigens wieder. Achso, okay. Okay, gut. Changed Pandora forever, but their time has passed. Okay. Thanks to Handsome Jack, Pandora needs a new hero. I know that hero is. Ach so, Bobo. Yep. Hier, damit du auch was hast. Jawohl. Okay, ich hab sogar schon Skins. Geil. Okay. Da kann ich dann also. Great! Just let me get this door open and we'll hunt ourselves a Bullymon. Übrigens, wenn ihr voll an Ammo seid, könnt ihr trotzdem weiterhin alles an Ammo vor euch aufsammeln, wenn ihr ihn gedrückt haltet. Und dann kriegen das die Mates. Ah, okay. I'll just assume you didn't see that. Ach, da leuchtet's grün. Eins. Oh. Okay. Stick close to the robot. Ah, okay. He will help you get off this glacier and ach, das will ich auch mal, da ich will noch mal was kurz umstellen. Keybinding. Ach, nein. Wo ist Mili hier? Ja, das hat man auch gerade gedacht. I hear bullybots! Sick of Megan! Protect me, Squire! Hast du jetzt, wo hast du es jetzt hingebeitet? Auf Maustaste 4. Ja, hab ich auch. What the f. Oh, cool. Okay. Warum schießt meine Waffe so absolut behindert? Was hast du für eine Waffe? Die du mir gerade gegeben hast. Eine SMG, die müsste eigentlich relativ normal schießen. Die sprayt bei mir so übel, wenn ich ziel. Achso, ja, die wird genauer, je länger du schießt. Glaube ich. Okay. Musst du dir mal durchlesen, wenn, dann steht das dabei. Kleiner Geier da wieder. Mein Fallschaden gibt's hier. Ja, nein? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Auf jeden Fall steht er sehr moderat, wenn ich von da gerade unten runterspringen konnte. Ja, wie du vielleicht auch gemerkt hast, ist die Gravitation hier auf dem Planeten auch ein bisschen. Okay, hier sind irgendwelche Lebensspritzen. Okay. Jojo, die Waffe war mir echt Recoil. Dem Ding zu schießen ist es. Ja, gewöhnungsbedürftig. Marek, du hast übrigens, wenn du I drückst, noch einen Sniper, ne? Ja, ja, ich weiß, hab ich noch auf 1 gelegt. Ach, Moment, was hab ich denn jetzt gemacht? Ich werde übrigens nichts machen, was irgendwie von der Story ist, ne? Also, das müsst ihr alle schön. Which most of the time you would be totally right about. But as it stands right now, I can do many things. Friend of friends, onward! Hey, kiddo, Jack here, president of Hyperion. Let me explain how things work here. The Vault Hunters show up, Vault Hunter looks for the new Vault, Vault Hunter gets killed by me. You see the problem here? You're still alive. So if you could just do me a favor and off yourself, that'd be great. Thanks, Pumpkin. Kann ich mal die Tür aufmachen? Danke. Wow. Oh, my eye to switch back on!
gosh, my eye! It's very close! Finde ich schön, wie er sich das umgebunden hat. Alter, was ist das für ein Recoil, ey? Du hast meine Waffe noch nicht gesehen, also beschwer dich nicht. Hey, level up. Oh, ich auch. Okay, Mini macht weniger Damage als Destiny. Deutlich weniger, ja. Wie lang ist die Story ungefähr? Einige Stunden. Das ist also das Spiel hat wirklich nur Story. Oh. Okay. Ja, das Door's Hyperion Tech. Child's Play. And open! Alter, allein schon, wenn man nichts macht mit der Maus oder sowas, wackelt die Waffe ja total. Ja. Ja, ja. Ein bisschen, ne? Bisschen. Perks of being an artificial intelligence. I'm networked into almost everything on this planet. It's a long way to Sanctuary. Please take whatever you need for the journey ahead. Let me know when you're ready to go meet with Sir Hammerlock, Minion. Oh, geil. Hätte ich übrigens an deiner Stelle Bobo überlassen. Wieso? Weil deine beiden Waffen viel besser sind. Oder ja, dann, drei. Baba, dann komm mal her. Du musst ins Inventar und dann auf die Waffe Havan und Q drücken. Und man kann ich das nicht einstellen, dass ich Q die ganze Zeit. Okay, hinter dir, Bobo. Hinter dir, Bobo. Ja, hinter mir? Ja, welche? Ja, hinter dir, da. Hinter dem. Oh. Ah, okay, so. Ah, ich hab's. Du kannst auch, wenn du vor jemandem stehst, X gedrückt halten, dann kannst du mit entscheiden. Och, Baba. Was? Wir müssen traveln. Loot! Das ist gar kein Loot, das ist... Safe Point? Okay, jetzt sehen wir ja gleich, ob es Fall Damage gibt. Ich würde behaupten, nein. Okay, die Waffe finde ich schon. And I'm still offering a reward for Roland, the mass murdering leader of the Crimson Raiders. Good hunting, bandits! Ow. $1,000,000? Alright, boys, this is Captain Flint. I want you to find that Vault Hunter and bring him to me now! Oh, wow. First Captain Flint's bandits attack, then Claptrap shows up! I must have been horrifyingly cruel to puppies in a previous life to deserve this kind of treatment. I say, Vault Hunter, could you kill Flint's men for me? What is wrong with you boys? Just kill that slagwit! Got a proposition for you, Vault Hunter. You give up, you just shoot him in the head. It'll be quick, clean, and a hell of a lot less painful.
Nicht unbedingt leicht, hier richtig Headshots zu geben. Ich bin froh, wenn ich überhaupt mit meiner Waffe treffe. Oh, cool. Oh, doch nicht cool. Wieso kann ich das nicht? Warte mal. Ammo-Dump. Achso, Karte 3. Enemies! Wollt ihr vielleicht mal den scheiß Claptrap begleiten? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich wollte ich jetzt den Gegner töten. I shall be out directly. Na toll, Papa. A pleasure to meet you, Vault Hunter. I am Sir Hammerlock. At your service. I came out here to research the bully mons for my almond, but Captain Flint's men trapped me on this glacier. Many thanks for disposing of them, by the way. I have wrecked running with handsome Jack and the Captain Flint's bandits. Brother. Money. Oh, was kann man da tun, Baba? Ich hab mal Waffen kaufen. Ah, okay. Ah, so kann man vergleichen. Item of the day. Was ist das überhaupt? Eine Pistole. Freu mich. That should do it. Moment, was? Okay, man kann ihn nicht töten. Ja, warte, was? Was denn? Alles klar. Wenn ich meine Pistole nachlade, schmeiß ich übrigens wie eine Granate weg. Ja, und je mehr Schuss in der Waffe noch drin war, desto mehr Schaden macht die. Also der Wurf. Ich hab gerade irgendwelche Sachen aufgemacht. Aber du schmeißt auch alle Schüsse mit weg quasi dabei, ne? Ah, okay, gut. So. I haven't found a shred of info about Siren. Plus, if I've gotten a lead on Siren history or legends of an alien vault. It's not much to go on, but it's something. Maybe if I find this vault, I'll find out where the hell Sirens come from. Come on, work, curse you! Ah, fecal matter. Talk. Ich nehme jetzt mal. Oh, Collect Rivat. Wer hat übrigens noch eine Quest, ne? Captain Flint killed everyone in Lyersburg. I see no reason that wild bully should lollygag. You know how okay, ich habe jetzt ein Schild. Das ist auch interessant. Hello, you can change your active mission by using the mission log in your echo device. Ihr Graveyard. Daneben geschossen. That's one area free of bully mongs. This would be an even greater achievement if anyone in Lyersburg was still alive to celebrate your victory. But still, well done. Oh. Kann man die Waffen auch aufheben, ohne dass man sie sofort wechselt? Ja, wenn du nur F drückst und nicht F gedrückt hältst. Ah, okay. Gut zu wissen. Bully mongs will think twice about raiding peaceful cities in the future.
Open him. Na, kann man aufeinander rumlaufen? Nee, nicht wirklich. Och. Ach, verdammt, man rutscht direkt runter. Except. Warte, was? Except. Okay, ich habe jetzt zwei Quests angenommen. Na, wenn du übrigens Tab drückst und dann das vorletzte Menü, nee, gar nicht wahr, das erste Menü, da kannst du dann zwischen den Missionen. Ja, ja, da bin ich gerade schon drin. Wechseln. Welche wollen wir denn machen? Gilded Favors am besten als erstes oder? Du, das ist eigentlich ziemlich egal. Du siehst halt, du in die Liste guckst, das Best Minion Ever, dieses Symbol daneben, das markiert immer eine Hauptquest. Warte, was? Das, klar, das Symbol links neben Best Minion Ever, das markiert immer die Hauptquest, sag ich mal. Ich finde, wir machen erstmal Shield and Favors. Einfach erstmal Nebenmission, oder? Ja, bin ich auch voll für. Okay, da kann ich so. Moment. Okay, hier werfe ich eine Granate. Ja, da komme ich nicht raus. Das Rare Loot Chance. Increased Chance of Enemies Dropping Rare Loot. Ja, auch schön. Und wie kommt man hier überhaupt raus? Irgendwelche Fähigkeiten habe ich noch nicht, oder? Ah, nee. Okay. Na, Bobo, vielleicht, wenn man hier den Schalter drückt. Ah. Use the Elevator. Wenn man sprintet und dann sich duckt, kann man dann sliden. Oh, da läuft jemand. Den will ich sniden. Wow. Okay. Au. Oh Gott, das muss mir auch irgendwie umlegen. Was? Das Ducken. Nur auf C? Ja. Okay, jetzt ist grünes. Meins. Alter, haben die irgendwie hier Travel Time oder so eine Scheiße? Ja, klar. Ah, okay, gut, das ist gut zu wissen. Ja. Counter-Strike hast du keinen Travel Time. Da hast du eine Travel Time. Gut, na, aber. Marek, wie bereits erwähnte, ein anderer Planet. Of course, I forgot. The safe house power box stopped working after Claptrap attempted to integrate. So, Granaten werfe ich wahrscheinlich ganz normal auf G, oder? Ich hab's auf Maus 5. Was witzig ist, weil ich da jetzt auch ein Mikrofon muten drauf hab. Das heißt, immer wenn ich eine Granate schmeiße und mich dann muten will, muss ich noch eine Granate schmeißen. Übrigens, gelbe Ausrufezeichen markieren immer Sidequests oder beziehungsweise generell Quests, die man annehmen kann. Ah, okay. Ja gut, da kommen wir aber ja nachher eh wieder hin, also von daher. Boah, ich bin Badass Rank 1, Alter. Alter. Muss mal gucken, welche ich meine. Ich hab 29.613. Okay, eins ist, glaube ich, damit wohl noch ein sehr niedriger Rang. Kommst du darauf? Ha, du wurdest von der Frau verdroschen. Au, 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 au. Moment, ich will jetzt mal Granaten ausprobieren. Oh Gott! Moment, weil das denn ist. Übrigens, Marek, du solltest aktuell so einen sehr, sehr interessanten Granatenmod ausgerüstet haben.
wodurch die Granaten fliegen, also nach oben fliegen und dann diese Raketen quasi an Silvester zerplatzen. Ja, ist mir auch schon auf. Die Granaten sind nicht gut. Wow, wer hat mir gerade den Kill geklaut, ihr Spaß. Thanks, I needed that. Das könnte übrigens versehentlich ich gewesen sein, Marek, weil ich mich wieder entmuten musste mit der nächsten Granate. Muss das gleich ausstellen. Plug in Fuse, okay. Was? Ja. Ich, wieso? Crushen, Alter. Oh. Wie nehme ich diese Lebensspritzen? Also das sind... Items, die sofort aktiviert werden, ne? Also ich muss sie quasi aufsammeln. Ja, ja. Also die werden nicht, die kannst du nicht einsammeln und dann später benutzen. Ach so, okay. Got the elevator working, have you? Great. Now simply ascend to the safe house and buy a shield. This used to be a sizable hub for the resistance, and everyone heard the Hyperion army approaching and fled to Sanctuary. Gott. Ich möchte bitte höher springen. Ich hätte gerne ein Jetpack. Wurzels Schild. Okay. Ja. Hä? Hä? Wo soll ich mir das Schild jetzt kaufen? Hä? Komm mal bitte hierher, ihr Vollidioten. Nein. Hinter dir ist ein Schalter. Oh. Wieso? Vollmongos. Bei mir steht Push as Shield irgendwie. Ja, hier, aber... guck mal. Oh. Ha 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 ha